Herzlich willkommen im Ferrum zur nächsten Übung der Woche. Heute habe ich bei mir die liebe Luisa, die arbeitet bei uns schon seit 4 Jahren an der Theke und ist in der Garde. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir machen ein bisschen was mit Sprüngen, ein bisschen was Koordinatives, was auch echt auf die Puste geht. Und wenn die Puste runterfährt, dann lässt auch die Konzentration nach. Und da geht es hier so ein bisschen drum. Das werdet ihr gleich sehen. Ich muss da einfach so eine bestimmte Sprungform über diese Seile drüber machen. Und das kombinieren wir mit Sprüngen an den Ringen. Deshalb hängen hier Ringe aus einer tiefen Position raus, wie so Froschsprünge nach hinten schräg weg. Wir machen hier 5 Durchgänge, hier 10 Sprünge ohne Pause und dann direkt wieder 4 Durchgänge hier und 8 Sprünge hier. Ich zähle mit, einfach. Du springst, ich zähle. Okay, und los geht's. 1, 2, 3, 4, sehr schön. 5, gut, 10 Sprünge hinten raus. Tiefe Position und fest nach hinten raus. Smooth Landung. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. 4 Durchgänge am Seil. 1, 2, 3. Ja. Tak, 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 tak. 4, okay. Und 8 Sprünge. Das war genau der Punkt. Mit der Konzentration. Fest hinten raus. 2, 3, fest raus. 4, komm, noch 4 Stück. 3, 2 Stück noch. 7, einer noch, komm. 8, okay, super. Sehr schön. Und es geht natürlich auch auf die Puste. Vielen Dank fürs Vormachen. Viel Spaß beim Nachmachen. Fragt uns einfach, wenn ihr es ausprobieren wollt. Ciao.